Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Okay, wir erkunden weiter das Gebiet hier. Dieses hier. Dort haben wir ja schon mal den bösen Nekromanten ausgeschalten, von dem wir Berikos gehört haben. Bis jetzt haben wir aber nicht viel mehr geschafft. Und Talisa hat jetzt seinen Hammer, den wir mal ausprobieren wollen. So, also wir gehen jetzt. Halt die Klappe. Oh, Hobgoblins. Die sprechen können. Ergebt euch oder ihr werdet sterben. Ihr habt die Wahl, aber entscheidet schnell. Zargal wartet nicht gerne auf Stadtmenschen, die schwer vom Begriff sind. Wir ergeben uns ja schon. Hört einfach auf, uns mit diesen Schwertern zu bedrohen. Dann ist uns allen geholfen. Was genau wollt ihr eigentlich? Zeit zu sterben, ihr hässlichen Hobgoblins. Ihr idiotischen Stadtmenschen. Ihr werdet qualvoll sterben. Hier ist Zargal der Stärkste. Ja. Bist du das wirklich? Oh. Kann ich euch behilflich sein? Du hast Khalid vergiftet. Und Khalid nochmal vergiftet. Khalid, Heiltrank. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Yahira heilt sein Gift. Du bist ja ein Kuh, so. Ich hab genug davon. Und ihr beide kümmert euch um die Hinter da hinten. Au. Okay, Gegengift. Wenn niemand besser geeignet ist, verliere an Kraft. Dann binden wir den mal im Nahkampf. So. Du hast keine Heilung mehr. Du hast auch keine Heilung mehr. Das ist schlecht. Ja. Nichts okay. Weiter als das. Aber dafür sind die jetzt schon mal Geschichte. Immer diese. Wow. Ein sehr schönes Kurzschwert. Ein paar Ringe. Dein Inventar ist voll. Was ist das für ein Kurzschwert? Kannst du das identifizieren? Nein, wir haben keine Identifikation. Mehr zurzeit. Schade. Pfeile, Geld. Pfeile und noch mehr Geld. Okay. So. Und dann rasten wir hier mal kurz. Oh. Meine Klinge, hallo Untote. Was so gut ich kann. Hallo garstige Untote. Was wollt ihr? Warum bist du vergiftet? Ernsthaft, warum bist du vergiftet? Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr. So. Untote weg. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ach so, weil da oben ein Hobgoblin ist. Der auf uns schießt. Jetzt kommt auch noch ein Ghoul. Hallo Ghoul. Düster Schrecken sogar. So. Das war's mit dem Düsterschrecken. Ja, gut. Die Gesinnung erkennen. Das kann Düna hier schon? Nein, das konnte sie noch nicht. Okay. Nächster Rastversuch. Diesmal ohne eine Armee von. Ja, dieses Mal ist es ein Rudel Wölfe, das Düna hier gefressen hat. Okay. Na. Ja. Na ganz toll. Diesmal sind es wieder Skelette. Du bist hier lang. Die Immunen bewerfen. So, was muss ja passieren? Los, mach die Skelette kaputt.
Die paar Skelette werdet ihr ja noch schaffen. Gibt wenigstens alles ein paar Erfahrungspunkte. So. Ja, gut. Ja, nicht mehr lange und sie hat wie. Nee, halt, da habe ich mich jetzt verguckt. Ich dachte schon, sie hat bald wieder ein Level up. Aber nein. Sie hat bald ein Level up. Noch knapp 600 Erfahrungspunkte. Sie braucht eine ganze Weile und sie hat auch bald ein Level up. Sehr schön. Aber für das Räuberlager sollten wir einigermaßen stark sein. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, jetzt ist das Diener hier. Und jetzt Khalid. Was? Dünner hier kann das hier mal identifizieren. Ein Kurzschwert plus 2. Das pfeifende Schwert. In den Ebenen der östlichen Schar lebte ein kleiner Schmied von der Rasse der Menschen, dessen fast zwergenhafter Wuchs seiner Seele nicht gerecht wurde. Er war zwar ein versierter Waffenschmied, aber seine eigentliche Fähigkeit bestand darin, ein gefühlvolles Lied zu pfeifen, das einen gestandenen Mann dazu bringen konnte, wie ein Kind zu weinen. Nur ein zurückgezogen lebender Zauberkundiger. Muss das jetzt sein? Was wollt ihr? Ich hab ja, nicht leicht als das. Was wollt ihr? Meine Klinge! Kann man hier nicht mal in Ruhe lesen? Ja, ohne dass vielleicht die Bühne kommt. So. Was? Du hast auch keine Zauber mehr. Also, wo waren wir bei der pfeifenden Klinge? Nur ein zurückgezogen lebender Zauberkundiger verbrachte seine Zeit mit dem Kleinwüchsigen, während die anderen sich lediglich über seine geringe Körpergröße lustig machten. Das Lied des Schmiedes stieß bei ihnen wegen ihrer Vorurteile auf taube Ohren und ihr Spott steigerte sich in grausame Quälerei, sodass der entmutigte Mann sich schließlich dazu gedrängt sah, sein Zuhause für immer zu verlassen. Vor seinem Aufbruch spielte er noch diese Waffe als Geschenk für seinen Freund, der sie bei der Herstellung verzauberte. So pfeift die Klinge ihrem Träger eine süße Melodie, wenn sie aus der Scheide gezogen wird. Nur kurze Zeit später verließ auch der Zauberkundige angewidert die kleine Stadt, wobei er das Schwert auf seinen Reisen mitnahm. Er hat nichts Besonderes, einfach nur ein plus 2 Kurzschwert, 1W6 plus 2 plus 2 ETW Bonus. Also perfekt für Imoen, die trägt ja noch ein Kurzschwert plus 1. Jupp, mit einem Kurzschwert plus 2 ist sie doch ein bisschen besser gerüstet. Könnte man mal meinen. So. Schleuderkugeln. So, mal Munition nachsetzen. Ja, ich hab genug davon. Und da Imoen fast keine Pfeile mehr hat, nimmt sie sich einfach die mal hier mit. So. Ja, gut. Okay, Gruppe müssen wir wieder sammeln. Da sind übrigens noch zwei Hauptgoblin-Eliten, denen wir auch noch die Pfeile abnehmen können gleich. Ah, und wieder mal zu wenig Platz. So. Dumm. Mich kümmert's nicht. Ich hab genug davon. So, den Eliten nehmen wir auch mal schnell die Pfeile ab. Weil ohne Pfeile ist es schlecht für Imoen. Gut, wir haben ja jetzt zwar eine super Rüstung gekauft und sie hat jetzt ein tolles Schwert, aber trotzdem möchte ich sie nicht unbedingt zu sehr in den Nahkampf drängen. Sie hat zwar mit 40 Lebenspunkten mehr als Dünner hier, ist trotzdem noch ein bisschen wenig im Vergleich zu den, naja gut, 52, die wir hier haben. Sie hat fast so viel wie Minsk. Nur Yahira. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Nur Yahira hat noch wenig Lebenspunkte, wenn man so vergleicht. Was wollt ihr? So. Noch einmal hochheilen. Eine Aufgabe? Du kannst noch die Pfeile identifizieren. Feuerpfeile.
Die werden hier gelagert, so. Ihr habt gerufen? Was? Nee, du nicht. Du hast noch einen Heizzauber für Kali. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du einen für Minsk. Und du noch einen für Khalid. So. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ich denke mal, wir decken den kleinen Fleck hier unten auf. Und dann gehen wir hier unten weiter lang durch das unwirtliche Gebiet. Gucken, was wir hier finden. Die Küstenregion möchte ich erst einmal, wenn es geht, meiden. Die hohe Hecke können wir uns ansehen, aber die Küstenregion nicht unbedingt, weil ich weiß genau, dass dort ein paar unnette Gegner warten, die uns das Leben ein bisschen schwer machen können. Deswegen würde ich die Küstenregion am liebsten als letztes machen, bevor wir nach zu den Räubern gehen. Hallo, ein einziger Wolf. Das war schon fast nicht der Rede wert. So. Oh, hallo Skelette. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Was willst du? Skelette, die einen Wanderer bedrohen. Es ist wirklich eine Schande, aber in meinem Beruf hat man keine Zeit für einen kleinen Plausch. Es ist halt ein wichtiger Job. Die Nachricht muss überbracht werden bei Sonnenschein. Regen oder Kreischling. Arm hat allmählich genug von den Invasionsanschuldigungen und verlangt eine Wiedergutmachung durch die Großherzöge von Baldur's Tor. Das kommt bestimmt nicht gut an. Platzdach. Ja, die Situation zwischen Arm und Baldur's Tor, das spitzt sich auch immer weiter zu. Weil Baldur's Tor gibt ja angeblich Arm die Schuld daran, an der ganzen Situation mit der Eisenknappheit. Wobei wir ja mittlerweile wissen, dass eine Gruppe namens Eisenthron dahinter steckt. Also das haben wir durch die Kopfgeldjäger erfahren, die uns in dem Gebiet hier unten aufgelauert haben, als wir aus der Mine gekommen sind. Aber wir wissen immer noch nicht genau, wer der Eisenthron ist, wo wir ihn finden können. Und ob wir ihm was nachweisen können. Da wäre ein Leuchtturm zu sehen, aber der sieht alt und verfallen aus an der Küste. Naja. Gucken wir uns weiter um hier durch diesen Gebirgspass durch. Quetschen. Ein Eichhörnchen. Hallo Eichhörnchen. Du sagst uns leider nichts. So, dann gucken wir uns hier das Ding mal an. Also was hier in dem schwarzen Gebiet sich noch versteckt. Das ist echt perfektes Gebiet für Hinterhalte und Räuber. Müssen wir also immer schön vorsichtig sein. Oh, hier ist ein kleiner See mal wieder. Oder was heißt See? Das ist schon ein Tümpel, so klein wie der ist. Ja toll, jetzt sind wir wieder hier. Dann würde ich sagen, gehen wir da drüben hoch. Neben Basilos komischen Zirkelkreis. Obwohl, hier hinten geht es noch ein Stück weiter, hinter Basilos Zirkelkreis da. Beziehungsweise, das sieht fast eigentlich aus wie so ein Druidenzirkel. Aber nur fast. Sind gerade mal zwei solche Steine. Der Rest sieht ja aus wie Gräber. Das könnte wirklich so eine Art Hügelgrab sein. Ja, würde passen. So, hier ist nichts. Gut, dann gehen wir von seinem Hügelgrab aus nach da oben. Deswegen Hügelgrab würde passen, weil er von hier aus die ganzen Untoten beschwören konnte.